Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir werden heute... Oh, der Morgen, der Morgen, der Morgen, der Morgen. Oh, wie schön. So, wir werden heute einen Ofen aufstellen. Ja, wir stellen uns einen Ofen her. So, schauen wir mal. Hier? Nö. So. Ach, wie schön. Ich dachte, da liegt ein toter Vogel. So, zwischen den Folgen habe ich hier Holz nachgefüllt und ein paar Brettchen sind jetzt auch mehr da. Das ist gut. So. Oh, da ist auch einiges. Wir bauen nochmal einen Ofen auf. Wobei, ich würde gerne die Wände hier fertig machen zuerst. Das machen wir gleich mal. So. Da haben wir das und das. So, zwei da. Das kommt hier in die Rampe geworfen. Dann brauchen wir hier nochmal. So. Einmal noch. Bam. So. Das kommt daher. So. Oh, da hat es keinen Platz mehr. Da hat es keinen Platz mehr. So. So, der ist leer. Super. Dann würde ich mal sagen, wir bauen mal Wände auf und dann bauen wir uns den großen Ofen. Auf den freue ich mich auch schon. Sehr. So, dann ist das nämlich zu Ende hier. So, großer Ofen. Platzierbar. Sonstiges. Der große Ofen. Kommt da in die Ecke rein, würde ich mal sagen. Ja. Ein großer Ofen. Und wir stellen noch einen zweiten Ofen gleich auf. Und zwar hätte ich den gern da. So, super. Dann können wir die zwei Kisten hier übersiedeln. Ich würde mal sagen, wir stellen eine hierher. Und wir stellen eine hierher. Ja, Innenleben und so weiter, das sortieren wir dann natürlich schon. Das machen wir natürlich noch. So, super. Name eingeben. Ich finde das so toll, dass man das jetzt kann. Hier beschriften, finde ich super. So. So, die sind fertig, das ist auch gut. So, dann füllen wir hier mal die Brettchen ein. Sehr schön. So, Brettchen. Na. So. Und hier auch noch. Wobei, da kommt ja dann später eine Tür rein. Genau hier. Was heißt später? Wir können das gleich auch machen. So, und zwar ein Fundament hierher. So, da holen wir uns gleich einen Baum. So, das ist sozusagen dann die Hintertür. Das ist, das soll so. Das muss so. So, ein Stückchen nehmen wir auch gleich mit. Wenn es darum liegt, gehört es uns. So, super. Genau. Und da kommt eine Tür und links und rechts ein Fensterchen. Fensterchen und Fensterchen. Wunderbar. So, dann holen wir uns hier noch mehr Brettchen. So viel wie halt geht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, Brettchen, Brettchen und Brettchen. Super. So, die Decke werden wir da auch gleich einfügen. So, ist jetzt in die andere Richtung. Also da ist die Maserung so und da haben wir die Maserung so. Das sorgt für Abwechslung. Akzente setzen, junger Mann, Akzente. So, dann kommt das hierher, da haben wir den hier, dann haben wir den und den und den. So, und da haben wir auch noch, den und gleich haben wir es, den, genau, super. So, da sind sie ja drin, ja, dann... Da noch ein Brettchen, da noch ein paar Brettchen. Da füllen wir alle Brettchen, die wir haben, ein. Und dann kümmern wir uns um die Öfen. So. So.
alles erledigt, alles fertig. Super, finde ich gut. Wir holen uns mal, da müssten, nö. So, wir holen uns mal hier. Da. So, dafür haben wir da mal 20. Dann holen wir uns gleich Eisenbahnen. Wo sind Eisenbahnen? 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Die werfen wir da gleich rein. Super. So, dann haben wir da noch welche. So, so. Er hier. Das war der letzte Durchlauf übrigens für die kleinen Öfen. Hier behalten sie die als Deko. Naja, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir uns die wirklich behalten sollten. So, das ist auch drin. Den werfen wir vorerst mal noch da rein. So, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Und hier, das ist Metall, das hat da alles nichts verloren. Da haben wir noch den hier. Kohle, das kommt rein, das kommt rein. Das ist super. So, so viele Verbände, wobei. Verbände würde ich gerne hier lagern. Aber da haben wir auch keinen Platz. So, das kommt rüber. Verband kommt rein, das kommt rüber. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Genau. Die können da rein. So, dafür kann das rein. Sehr schön. So, wir brauchen 30. Genau, wir brauchen 30. Aber die haben wir ja. Ist nicht so das Problem. Und zwar hier. Da, 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 da. So. Ja, etwas mühsam jetzt das Hinschleppen, aber da geht heute echt was weiter. Bam, am Bau. So, gleich sind wir da. Dann werfen wir es rein. So, und dann ist der auch schon fertig. Wahnsinn, oder? Finde ich super. So, also, wir haben hier vor ein wenig davon, ein wenig davon, ein wenig davon. Und den Rest füllen wir einfach mit Steinen auf. So, da fehlt noch ein bisschen Stein. Ach ja, Brennmaterial hätte ich gleich mitnehmen können. Oh, ich bin so aufgeregt. So, das werfen wir da rein, weil wir brauchen es aktuell eh nicht. So, Brennmaterial, Brennmaterial. Dann nehmen wir gleich das. Yeah. So, du kommst rein, du kommst rein. Die Kohle hebe ich mir noch auf. Irgendwann wird ja Winter werden. So, anzünden. Ach komm, die Stöckchen auch gleich rein. So, die brauchen wir da eh nicht. Das kommt da rein, das kommt da rein. Dann haben wir in der Kiste noch das, 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 das. Genau, dann haben wir das hier und machen noch ein paar Ziegeln. So, haben wir da noch Lehm drin? Weil dann würde ich das nämlich auch gleich umwandeln gerne, das wäre super. So, einmal Sand, zweimal Sand. So, auf geht's. Oh, dann kriegen wir heute vielleicht, wenn wir es schaffen, beide Öfen fertig, beide großen Öfen. Das wäre ja super. So. Und er noch. So, dann könnte man Lehm holen, wobei ich möchte zuerst die Werkzeuge pimpen. Zuerst die Werkzeuge pimpen, das wäre mal wichtig. So. Und er hier. Super. So, das Trockengitter. Ich stelle es mal vorerst daher und das auch aus dem Weg, damit das da so... Oh, ich finde das so super, dass man es jetzt so auto-klicken kann. Oh, schön, 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 schön. So, dann haben wir da noch den letzten. Das wird hier. Oh, es regnet, wir sollten gleich ernten gehen. Was für ein erfolgreicher Tag heute. Super. So. Wandern wir mal nach oben dann zum Herrichten. So, herrichten zum Ernten. So, auf geht's. Die Treppe wird natürlich noch versetzt. Wow!
Yeah. So, jetzt machen wir uns wieder ein paar Kartoffeln. Oh, ist noch gar nicht fertig. Na gut, wir machen später ein paar Kartoffeln. Ja. So, gerade am Anfang müssen wir das noch lassen. Oh, wie cool. So. Dann alles nochmal mit Steinen durch. So, und die beiden hier. So, mit den Steinchen. Ich würde sagen, eine Steinebox, die da, stellen wir schon mal hierher. Ich meine, wir können es auch hier herstellen, die Steinebox. Das ist vorerst mal hier. Wobei, da will ich die nicht haben. Da möchte ich so einen Beleuchtungsding hinten in die Ecke, so eine Art Fackel. Wobei, die können wir oben drauf auch auf die... Die werden wir oben drauf stellen. Oh, die werden wir oben drauf stellen. So, wie viel brauchen wir denn für Gegenstände? Ja, yeah. Dafür brauchen wir zwei, dafür brauchen wir drei Eisenbahnen. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. So, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Eisenkopf. Ja, vorher müssen wir natürlich die da daher stecken. So. Nö, machen wir das da. Nö, verdammt. Das müssen wir nachschauen. So. An der verbesserten Werkbank. Oh mein Gott. So, wir haben hier ja das Eisenteil. Oh, wie schade. Oh, wie schade. So, Moment, Moment. Oh, gleich haben wir's. So, das kommt rüber. Das werden wir gleich verheizen. Dann haben wir hier... Das können wir weglegen. Das können wir auch weglegen. Das können wir auch weglegen. Dann haben wir die. Das kommt da rein. So, und für später haben wir dann bereits das hier. Na gut. So, verwässerte Bergbank. Ja, genau. So. Aber dann geht es noch weiter mit der. Ist aber auch nicht so schlimm. So, dann holen wir uns gleich mal irgendwo ein wenig Holz. Ein wenig ist gut. So, und wenn wir, Leim sehen hier, dann werden wir auch gleich einen Leim mitnehmen. Außer wir sehen natürlich Mais. Inzwischen sollte das schon fertig gewachsen sein. Oben. So. Dann können wir die Hütte zumachen. Die Hütte. So. Aber vielleicht sehen wir noch irgendwo Leim. Tja, das war's mit dem... macht aber nichts. Oh, ein Stöckchen. So. Hätten wir noch ein Steinchen? So. Dann haben wir da mal drauf. Da, 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 da. Oh, wie cool. So. Cool, das ist so super. Der große Ofen, das ist halt schon... Das ist schon der Burner. Hey. So, dann mal hinauf. Genau. Ernten. So, Kartoffel. Ernten. Kartoffel. Haben wir überhaupt hinten noch genug Platz? Na, ein wenig geht noch. Ein wenig geht noch. Ernten. Kartoffel. Eines haben wir Platz, das geht sich exakt aus, wie als hätten wir es kalkuliert. So. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und das eine kommt da rein. Yeah. Super. So, wir haben... genau, wir müssen uns eine neue Axt machen. Eine Axt... So. So, dann holen wir gleich das nächste Holz und vielleicht finden wir dort auch ein wenig Leim. Können wir gleich für die Ziegeln auch verwenden. Ach super, ich bin so froh, dass wir jetzt den großen Ofen haben. Dann beim anderen geht natürlich auch was weiter, aber der große Ofen, der ist schon ein anderes Kaliber. Ja, und Ziel wäre, einen zweiten heute auch noch hinkriegen. Jetzt regnet es uns auf die nassen Ziegel. Naja.
So. Aber es muss ja sowieso ein, zwei Tage in-game trocknen, also kriegen wir das heute eh nicht hin. Da, 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 da. So. Schauen wir mal. Ja, super. Dann haben wir ihn hier. Da, 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 da. Sehr cool. So, da ist gleich Lame, den nehmen wir mit. Was fehlt denn eigentlich? Sicher Dorst. Es ist immer Dorst. So, machen wir da. Dann haben wir nämlich gleich Lame, damit wir das andere Auflegegestell auch gleich befüllen können. Fertig. Da, 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 da. So, wie viel haben wir? 10. Super, dann haben wir es geschafft. So, du kommst mit. Und dann holen wir uns noch einen großen. Und dann sind wir da auch durch. Oh. So, und wenn wir zurückkommen, werden wir gleich mal wieder die Öfen befüllen. Oh, jetzt geht's so richtig. Super Fortschritte. Da, 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 da. Und bam. So, und die zwei noch. Super. Oh, wie schön. Ach, cool. Ja, ist natürlich sehr groß. Hättest du das kleine gebaut und dann noch aufgewertet? Ja, hätte man auch können. Wollte ich aber nicht. So. Da, 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 da. Da, da, da. Na? So, wo haben wir denn überall? Da ist alles drinnen. Da ist alles drinnen. Also Brettchen fehlen natürlich. Dann werfen wir das noch da rein. So, auf geht's. Wegstellen. Oh, so, wir werden mal was zu uns nehmen, nämlich da und da. So, muss reichen. Sehr cool. So. Oh, viel zu viel. So, jetzt geht's. Cool. So, dann alle neuen wieder rein. Und die auch noch. Oh, schön. So, wir stellen uns wieder hierher. Und zwar brauchen wir Sand. Und auf geht's mit den Ziegeln. Auf geht's mit den Ziegeln. Cool. So. Ja, ich weiß, wir sind noch weit weg von das Haus ist zu, das Haus ist dicht, aber wir nähern uns dieser Situation und das ist gut. So, feuchte Ziegel. Dann kommen da welche noch dazu. So. Ah, wie schön, wie schön, wie schön. So, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. So soll es sein. Oben legen wir die Samen mal ab, die wir jetzt alle so in der Tasche haben. Die wir alle so in der Tasche haben. So, das ist hier, hier, hier. Kartoffel lassen wir. So, dann nehmen wir das Wagerl, holen uns nochmal, wir holen uns nochmal eine Wagenladung Holz. Ja, ich weiß, heute ist viel Holz holen, aber das ist okay. Denke ich mal, kann man jetzt abwechseln. Immer so dazwischen. Also eine Folge Dorf, eine Folge bauen oder mal zwei Folgen bauen, je nachdem. Ja, ich denke, das ist okay. Das kann man so aushalten. So. Ah, er kommt noch. So. Oh, da muss ich noch mal hin. So, hier. Trinken ist leeren. So, dann laufen wir nämlich da gleich her, holen neues Wasser und kochen das ab, während wir weiterbauen. So, dann brauchen wir uns davon nicht aufhalten lassen später. Oh, ein Stein. Sondern haben immer korrekt frisches Wasser.
So, später haben wir dann natürlich. Naja, später haben wir dann natürlich ein Pumpenhaus und so weiter. Ja, träum weiter. So. Ja, träumen darf man immer. Oh, ein Stein. Ein Stein. So, dann haben wir da noch. Genau, da in der Ecke noch. So, alles verbraucht. Gut. Oh, ist das cool. Ist das cool. So, da haben wir auch noch einen. Naja, nicht schlecht, wenn wir das dann auflegen alles, ergibt das ziemlich viele Eisenbahnen. Das ist super. Dann haben wir den zweiten im nächsten Extraktor nämlich auch soweit. Ja, das wird schon gut, das wird schon gut. Super. So, alles eingelegt. Wie viele Fäden da noch? 10 Eisenbahnen. Okay, wir haben einen, hätten wir. Okay, ich lege ihn rein, weil wir haben es. So, das nehmen wir da dazu. Und das kommt da rein. Oh, also ich finde, es läuft super im Moment. So. Dann haben wir da noch drei. Die legen wir gleich auf. Super. So. Weil da könnten wir uns auch. Naja, später. Später, später. So. So, hier oben. Da fehlen dann nur noch ein paar Holzscheite. Holzscheite, Holzscheite. Super. Brettchen sind da auch drin. Brettchen sind da auch drin. Da auch, da auch. Wunderbar. Oh, wie cool. Sehr cool. So, dann haben wir ihn hier noch und ihn hier noch. So, dann fehlen im Endeffekt nur noch ein paar Holzscheite. Die werden wir uns holen. Mit dem Wagen. Da haben wir gerade überlegt, ob wir frisches Holz holen oder das abgelagerte hier nehmen. Aber wir werden das hier nehmen. Ich glaube, das ist besser. So. Also besser, aber das haben wir schon da. Oh, wie schön. Nach dem zweiten Ofen, dem großen hier, werden wir danach dann natürlich wieder auf das Thema Extraktoren gehen. Weil wichtig. So, jetzt haben wir das fertig. Dann fehlt hier noch ein wenig. So, alles schön ausräumen. So, dann machen wir noch einmal Holz. So, und schon fahren wir nach oben. Cool. Sehr schön. Super. So, anzeichnen. Und ich glaube, es ist echt nicht mehr viel, was da fehlt. Oder? Dann ist zu. Ja, da vorne natürlich die Wände, das fehlt schon noch, aber. Super. So, dann hierher. Oh, ich glaube, das wird echt was, das wird echt was. So, pass auf. Wir müssen hier möglichst alle reinlegen. Oh, so viele Eisenbahnen. Oh, ja, bis auf einen. Mein Gott, das eine Teilchen hier. So, können wir das da reinlegen. Dann noch ein paar Steinchen dazu. So, jetzt holen wir uns noch Holz. Oh, schön, dann haben wir da oben, dann haben wir oben die Decke drin. Dann haben wir. Oh, cool. Ja, ich weiß, wir nähern uns schon wieder dem Folgenende, aber heute eine schöne Baufolge, in der ich denke, wir haben relativ viel weitergebracht. Ja, würde ich schon so sagen. Definitiv. So, wir werden aber oben noch ein wenig Breiteres auch noch
Oh, das ist ein Waschbär wieder. Ja, diese Waschbären, die Landplage. So. Wenn wir oben anzeichnen und die Wände möchte ich auch, die Seitenwände auch noch gemeinsam mit euch anzeichnen. Ja, und dann geht es aber weiter. Wow. Oh, ein Stein. So cool. So, da fahren wir mal da rein. Wunderbar, wunderbar. So, also, wir haben hier vor, Moment, wir haben hier vor, dass wir, also da kommen wir noch einmal raus, hier wo jetzt diese Rampe ist und auf der anderen Seite auch, da kommen wir so einen Dreierschritt einmal raus, da wird das Haus noch ein wenig vergrößert, aber hier können wir schon mal zumachen. Also, wir haben hier eine Wand, die ist uns wohl bekannt, so, dann haben wir glaube ich hier auch nochmal eine Wand, ja, dann haben wir dreimal Fensterwände. Dreimal die Fensterwand, dreimal die Fensterwand. So, dann muss man nur irgendeinen Spot finden, der dazwischen ist. Super. So. Und so. Super. Super. So, da kommt auch die Decke dran. Schauen wir mal, was diese Decke zumachen kann. Yeah. So, und da in der Mitte hätte ich dann später vor, dass wir offen machen, einen so einen kleinen offenen Bereich, dass wir innen dann raufschauen können. Aber das kommt natürlich später. Das kommt natürlich. Oh, Gorke. Gorke. Wobei, haben wir so viel Platz überhaupt? Wir essen die zweimal. Und jetzt die Gorke. Yeah, die Gorke. Ernten. Yeah. So. Was ich noch gerne auch jetzt mit euch noch anzeichnen würde, beziehungsweise anzeichnen, wir können es ja gleich machen auch. So. Dass wir da noch mal gemeinsam raufspringen. So, und hier platzierbar Larger Ständer. Hier. Zum Beispiel zwei solche Teile aufstellen. So, das wäre der erste und das wäre der zweite. Super. So, meine Lieben. Dann würde ich mal sagen, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.